Hallo liebe Hausbauhelden, heute drehen wir wieder eine Roomtour für euch. Und zwar sind wir zu Gast bei Andreas und Marcella Jungbauer, die hier mit ihren Söhnen Paul und Luis wohnen und die vor 3 Jahren ein Plus-Energiehaus im Passivhausstandard mit der Firma Streif gebaut haben. Und welche Erfahrungen sie in den ersten 3 Jahren mit ihrem Haus gemacht haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Würde ich doch sagen, schauen wir uns mal die Lieblingsplätze an. Gerne. Ich sehe schon, es gibt hier Holzboden bis rein in die Küche. Hat sich denn das für Sie bewährt oder ist es irgendwie empfindlich? Also für uns hat sich es bewährt. Man muss nur darauf schauen, dass man es regelmäßig ölt. Und dann hat es den Eigenschutz und dann funktioniert es. Klar, man muss ein bisschen zügiger die Flecken wegwischen, aber ich finde, wie man jetzt so sieht, nach 3 Jahren kann sich sehen lassen. Ja. Und es ist halt viel wohnlicher, wenn es direkt übergeht in die Küche, weil definitiv. Wir einen offenen Raum hier haben. Ne? Mhm. Und jetzt sehe ich schon da hinten so eine ganz spannende Küchenrückwand. Das ist ja auf jeden Fall was Besonderes. Das wüssten wir doch gerne, was da alles drinsteckt. Ja, das war zum Teil improvisiert, muss man sagen. Wir hatten erst eine weiße Küche, wollten aber dann noch so einen kleinen Eyecatcher mit hinzu haben. Mhm. Also haben wir uns eine Trockenbauwand setzen lassen, in die Trockenbauwand die Küche eingelassen, was den Vorteil, den Charme hatte, wir konnten viele Leitungen und auch viele Kabel hinter dieser Wand verstecken. Zum Beispiel die ganzen Funksachen. Alexa, Vitrine einschalten. So Späßchen. Geht das Licht an? Genau, cool. Und was uns halt für Partys auch wichtig war, zum Beispiel eine Eismaschine mit einem separaten Wasserzulauf haben wir uns setzen lassen. Mhm. Weinkühler oder halt generell den Weinschrank. Und das hätte viel mehr Aufpreis gekostet, wenn wir das vom Küchenbauer hätten machen lassen. Und somit haben wir einfach den Standard vom Küchenbauer genommen und uns in die Wand selber reingesetzt. Ja, auch teilweise die Fronten, ist jetzt nicht Küchenbauer, ist schwedisches Möbelhaus, weil es einfach einige 100 € weniger kostet. Ja. Das ist halt angepasst, genau, an die restliche Küche. Mhm. Und ja, unser Schreiner ist dann gekommen und hat dann die Wand davor gesessen. Dann haben wir uns für eine Tapete entschieden, eine schwarze Vinyltapete, die ist dann auch abwischbar, passt eigentlich ganz gut in die Küche. Genau. Und jetzt hat sich so das Konzept des Schwarz-Weißen so irgendwie durch unser Haus gezogen. Und diese riesen Kücheninsel hier, da hat man ja auch richtig Arbeitsfläche, weil das ist ja was, was oft ein bisschen fehlt, ne? In so offenen Küchen. Bewährt sich für die ganzen Küchenpartys, weil jeder irgendwo rumsteht. Und auch wenn jetzt mal Freunde zum Kochen kommen oder für so einen Gemeinschaftsabend, hat jeder Platz. Mhm. Ja, das ist der Vorteil. Sind da denn Steckdosen drunter? Genau, das sind die Steckdosen hier vorne. Okay. Ja. Und da würde mich ja jetzt interessieren, wenn hier mal was überkocht oder mal was umfällt, ist das dicht? Das hier nicht, aber die Abzugshaube, die wir haben, genau, da passiert nichts. Also alle denken immer, es reicht nicht für Dampf oder wenn man irgendwas anbrät. Es reicht, man kann die nämlich fast grenzenlos hochstellen. Okay. Wird dann etwas lauter, aber es spritzt nichts daneben. Mhm. Und wenn dann doch mal irgendetwas dort reinfließen sollte, kann man ziemlich alles rausholen, genau, kann auswischen. Rausholen. Also man kann es auch teilweise in die Spülmaschine reinmachen, diese Filter, die da drin sind. Super. Also am Anfang haben wir uns auch gefragt, reicht es, dieser kleine Abluft? Mhm. Aber es reicht für mich. Okay. Ja, und ansonsten haben wir ja noch eine Lüftungsanlage, die auch noch ein bisschen die Dämpfe absaugt. Genau. Einziges Perfekt. Punkt sind die Lampen.
da musste man einen Kompromiss machen wegen den normalen Dämpfen, dass man dann eine abwaschbare Lampe nimmt, ohne Lampenschirm. Wir haben uns dann für Spots entschieden. Sehr schön. Hier gibt es ja auch so super große Schubladen. Ist das praktisch? Also es sieht zwar gut aus und unser Küchenbauer hat uns dazu überredet, so große zu nehmen, weil es sehr schön aussieht, so schön glatt und aufgeräumt. Allerdings haben wir damit Probleme jetzt in erfahrungsgemäß gemacht, dass wir uns ständig wegscheuchen müssen. Weil gemeinsam arbeiten geht nicht, gibt Ärger. Also man muss jedes Mal immer wegen einem kleinen Löffel, den man hier rausholen will, muss man den anderen wegschicken oder auf der anderen Seite und das ist nicht ganz so praktisch. Also Mut zur kleinen Schublade sozusagen. Tatsächlich, ja. Ich habe meiner Schwester jetzt zu kleinen Schubladen tatsächlich empfohlen, weil die mich im Gebrauch einfach stören. Also wie hier, ne? Das ist eine große in zwei kleine an der Hinterwand, das reicht völlig. Jetzt ist das ja hier alles total offen. Gibt es da irgendwie nochmal so eine Rumpelkammer oder eine Speisekammer oder irgendeine Abstellkammer in unmittelbarer Nähe, so ja, für den Alltag? Gibt es, also Küche nicht wirklich, die ist voll, aber wir haben den Platz unter der Treppe genutzt. Mhm. Und zwar haben wir uns einfach dort die Wand setzen lassen, eine Tür rein. Und das ist jetzt so unsere Rumpelkammer, die wir auch als Lagerraum für die Speisekammer nehmen. Den Raum haben wir in zwei Teile teilen lassen. Ein Teil unter der Treppe ist Lagerraum und ein Teil ist unten für unseren Saugroboter, der da rausfährt und auch wieder verschwindet und dass er nicht in der Wohnung rumsteht. Okay. Genau, und hier haben wir jetzt die ganzen Sachen drin, die wir für die Küche brauchen. Kann der denn da drin auch aufladen? Hat der da eine Andockstation? Genau, das mussten wir vorher einplanen. Also unter der Treppe haben wir separat eine Steckdose machen lassen, weil wir schon wussten, dort soll der Roboter sein. Mhm. Und der fährt dann dort raus abends und fährt auch wieder rein. Und er braucht eigentlich nur eine ganz normale Steckdose. Perfekt. Genau, den kann ich mal rausholen. Was wir jedoch beim Bau etwas verpeilt haben, erst im Nachhinein bemerkt, hier unten sieht man so eine kleine Stufe. Und zwar haben wir das Loch erst reingefräst, nachdem der Estrich gegossen wurde. Und was wir nicht wussten, dass sich Estrich in kleinen Räumen an der Wand hochzieht. Somit haben wir im Nachhinein ungefähr einen Versatz von einem Zentimeter gehabt, den dann der Fliesenleger mit so einer kleinen Stufe ausgleichen musste. Also beim nächsten Mal würden wir erst das Loch machen, dann den Estrich gießen lassen. Hier haben wir unser kleines Duschbad. Ist ein ca. 4,5 Quadratmeter und wir haben es so gewählt, dass unbedingt noch eine Dusche mit reinpasst, weil wir oben nur ein Bad haben und falls es besetzt ist, dass man hier ganz entspannt sich auch fertig machen kann. Und als Familie, denke ich mal, braucht man das auch. Und da sehe ich jetzt schon auch, Sie haben ein ganz besonderes Treppengeländer hier drin. Ja, mit Glas. Wir wollten es halt hier luftig haben. Und da bietet sich halt Glas ganz gut an und kein so konventionelles mit Stäben. Ja, das Glas mit Kleinkindern ist etwas aufwendiger zu putzen, aber wir hoffen, wenn sie größer sind, dass sich das dann wieder gibt. Genau. Und was versteckt sich hinter dieser Tür? Da ist unser Technik- und Hauswirtschaftsraum. Mhm. Sehr wichtig für mich, da ich da jetzt auch sehr viel Zeit verbringe und wir haben den Tipp bekommen, den Hauswirtschaftsraum möglichst groß zu gestalten, weil unsere Freunde, die haben nämlich auch ohne Keller gebaut und verstauen da wahnsinnig viele Dinge darin. Und wenn da, die hatten, glaube ich, 6 oder 7 Quadratmeter und das war zu wenig. Wir haben jetzt 14 Quadratmeter eingeplant und das ist richtig gut so. Boah, das ist ja toll hier oben mit dem offenen Bereich. War das von Anfang an so geplant? Fast, ja. Also wir wollten es offen haben, einfach nur vom Lichtaspekt her. Hatten eigentlich gedacht, dass wir hier eine Glaswand einziehen. Deswegen hat man so einen leichten Vorsprung noch hier gesehen. Mhm. Ursprünglich war das so das dritte Zimmer, falls noch ein drittes Kind kommt oder ein Au-pair-Mädchen. Dass wir so diesen minimalen Anspruchsbereich haben. Da jetzt momentan kein drittes Kind in Sicht ist, haben wir daraus ein Büro gemacht. Und offen gelassen. Sind Sie denn schon mit allem fertig? Seit wann wohnen Sie eigentlich hier drin? Oh ja, seit 3 Jahren und es dauert etwas, bis wir alles so
wie wir es geplant hatten. Also ein paar Dinge fehlen noch, zum Beispiel dieser Einbauschrank hier drin. Wir haben extra eine Nische hier einplanen lassen, um einen Einbauschrank reinzumachen, wo wir dann nochmal Abstellfläche haben und so ein paar öffentliche Sachen reinmachen können. Ja, nur ein Hinweis, wir haben Kinder. Die Wand, kein Kind läuft an der Wand vorbei, ohne nicht einmal die Hand drauf zu machen. Und man sieht einfach so nach 3 Jahren, dass halt viel Fingerabdrücke oben drauf sind, die man nicht mal wirklich abwaschen kann. Obwohl wir schon so eine, ich glaube, Elefantenhautfarbe auftragen lassen haben, bringt nichts. Das heißt, letzte Chance ist, wir machen oben drauf ein Brett, dass man auch mal was abstellen kann. Auch so ein Holz. Genau, auch so ein Holzbrett oben drauf und dann ist gut. Und Sie haben jetzt hier Eltern- und Kinderbereich bewusst so ein bisschen getrennt? Bewusst getrennt, genau. Wir haben hier unser Schlafzimmer und haben vom Schlafzimmer einen begehbaren Kleiderschrank, direkt Übergang ins Badezimmer, weil wir uns gedacht haben, irgendwann sind die Kinder außer Haus, dann wollen wir nicht alle Zimmer separat haben. Sondern auch wenn ein Besuch da ist, haben wir unseren separaten Bereich hier, den wir verriegeln können, und die Einzelzimmer sind hier vorne. Und da haben wir uns auch gedacht, weil immer ein Schlüssel verloren geht, dass wir einfach alle Türen, die wir im Haus haben, mit diesen Toilettenschließanlagen versehen. Somit geht nie ein Schlüssel verloren und trotzdem kann man auch von der Gegenseite die Tür wieder aufmachen. Spitze. Für Kinder hat sich's bewährt. Und dass man dann direkt von hier weitergehen kann ins Badezimmer mit einer großen begehbaren Dusche. Großen Duschkopf, so auch Spaß für die Kinder, den haben wir noch uns als extra überlegt. Und als separate Trennung ist eine Badewanne hinter so einer Teewand und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Toilette. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, weil oft ist ja hinter der Teewand dann die Dusche. Wie kommt das, dass da bei Ihnen jetzt die Wanne ist? Das war der Wunsch von meinem Mann, der er sehr gerne badet. Wollte er gerne auch ein Fenster mit in der Badewanne haben, damit er rausgucken kann. Und dann habe ich halt mal geplant und geguckt, wie passt das eigentlich zusammen. Und so ist die Nische entstanden. Und so ist ein bisschen die Nische entstanden, weil die ist so ein bisschen separat und gemütlich. Da kann er so seine Kerzen aufstellen und rausgucken. Ja. Und falls es irgendwie in den Nachbarn nicht so ganz passt, dann machen wir halt die Jalousie ein bisschen runter. Und haben das ein bisschen mit breiterem Rand gemacht und hier vorne mit einer breiteren Ablagefläche, weil man dann auch beim Baden mal das iPad hinstellen kann, einen Film gucken. Ja, die Frau kriegt nichts mit, ich krieg nichts mit und jeder hat trotzdem so seinen separaten Bereich im Bad. Ja. Was mir jetzt noch auffällt, was ganz Besonderes ist, ist ja der Boden von der Dusche in Bruchsteinoptik. Ist das praktisch? Wie macht man das sauber? Ja, genau. Also das ist leider tatsächlich nicht praktisch. Wir wurden ein bisschen dazu angehalten von unserem Hausbauer mit diesem Bruchstein, weil es hieß, die großen Platten würden zu viel Belastung sonst erfahren und eventuell brechen und das wäre dem sehr unangenehm. Dann dachte man, ach ja gut, dann machen wir das als ein besonderes Highlight hier in der Dusche. Allerdings ist das tatsächlich schwierig zu reinigen. Weil der hat ja so viele Unebenheiten da drin. Gerade an den Rändern ist es. Man muss mit der Wurzelbürste ran und schrubben, sonst geht es nicht weg. Da hätten wir, glaube ich, das anders im Nachhinein gemacht. Aber bewährt hat sich die Ecke, diese Auslassung bei den Fliesen? Die Nische? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier noch eine kleine Besonderheit. Das ist das einzige Fenster im Haus, das eine andere Höhe hat. Das ist tiefer und das einzige, was nicht elektrisch ist. Wir wollten es erst nicht, bis wir erfahren haben, es muss ein Fenster pro Stockwerk geben, was niedriger ist als Notausstiegsfenster, falls es brennen würde. Ja, und deswegen haben wir dieses Fenster genommen, direkt über unsere Überdachung, weil es am wenigsten auffällt von der Höhe, von außen, von der Frontsicht. Ja. Super. Ja, und hier geht's weiter ins Kinderzimmer. Da kannst du mehr zu sagen. Ich weiß nur, bevor es Ärger gibt, beide Zimmer sind gleich groß von den Kindern. Dieses hier ist etwas breiter, das andere dafür etwas länger. Genau, beide 14 Quadratmeter, knapp 14 Quadratmeter, sodass es hoffentlich keine Streitereien gibt. Die sehen aber allerdings durch die Aufteilung anders aus. Der eine hat ein bisschen eine Nische drin wegen dem Gäste- und Bürozimmer und der andere hat wiederum hier eine Ecke reinbekommen wegen dem
Lüftungssystem, da verlaufen nämlich die Kanäle drin. Und ja, dadurch wirkt der Raum jetzt hier mehr quadratischer, in dem anderen viel länglicher. Mhm. Und halt auch Planungssache am Anfang bei der Bemusterung war die Frage, was für Anschlüsse, also TV- und LAN-Anschlüsse werden verbaut. Wir haben uns dann bewusst für die höchste Ausstattungsstufe entschieden, weil die Technik halt sich so schnell ändert, dass wir zumindest in der Bauphase das Neueste haben. Mhm. Und was wir schon bemerkt haben, wir haben zwar Holzständerbauweise, keine dicken Wände, aber trotzdem mussten wir einen Repeater ins Treppenhaus einbauen, damit wir oben denselben Empfang haben wie im Erdgeschoss. Man merkt es dann daran, wenn die Kinder mit dem iPad in den ersten Stock gehen, ja, dann kommt gleich der Schrei, Mama, Papa, iPad geht nicht. Mhm. Super. Was wir vielleicht noch sagen könnten, ist mehr Steckdosen im Haus einplanen. Ja. In allen möglichen Ecken. Alle möglichen Ecken sollten mit Steckdosen bedacht sein, weil am Ende, in der Planungsphase, kann man noch nicht so richtig einschätzen, wo die Möbel alle wirklich stehen werden und welche Möbel kommen noch dazu, welche ändern sich, verschwinden wieder. Und diese ganze Planungsgeschichte, die ist so variabel, deswegen wäre es echt toll gewesen, wenn wir wirklich, wirklich in fast allen Ecken eine Möglichkeit zum Anschließen hätten. Also was eine Doppelsteckdose wäre toll gewesen in jeder Ecke. Genau, was man sich vielleicht noch ein bisschen sparen kann, wenn man sparen möchte, diese Smart-Home-Anlagen von Anfang an kosten oft sehr viel Geld. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil uns das der Aufpreis zu teuer war. Mhm. Und mittlerweile hat fast jeder Hersteller WLAN- oder LAN-Steckdosen, weshalb man dann ganz einfach im Nachhinein über eine App nur die Steckdose austauschen muss und kann trotzdem alle Funktionen per App steuern. Also es sind einige tausend Euro, die man sich da spart. Dachboden. Wir haben nämlich auch keinen Keller. Das war uns zu teuer bei dem Passivhaus. Haben wir den Dachboden als Ablagefläche benutzt. Mhm. Können wir gleich mal gucken. Dachboden haben wir im Nachhinein uns ein bisschen geärgert, aber es war jetzt einfach, wir haben es falsch verstanden. Es war angegeben als begehbarer Dachboden. Begehbar sieht man hier unten. Es war wirklich nur ein Mittelweg. Diese halbe Meter, auf dem man drauf laufen konnte. Und wie man hier oben sieht, es gibt doch sehr viele Kisten, Christbaumschmuck oder Urlaubskoffer und Kinderspielsachen, die man einfach nur lagern will, konnten wir nicht machen, weil rechts und links jetzt von diesem Mittelsteg waren früher nur diese Wärmeplatten oder dieser Wärmestoff. Man konnte nichts hinstellen. Und wir mussten im Nachhinein durch eine Handwerkerfirma den Dachboden begehbar machen. Das heißt, es wurde wieder Isolationsmaterial runtergenommen, in die Seitenwände gedämmt und obendrauf begehbare Platten gemacht. Das heißt, falls ihr baut für nachhinein, erkundigt euch, was heißt begehbarer Dachboden, und falls es nicht heißt, dass alle Ecken begehbar sind, lasst es nachrüsten, weil stockt es von Anfang an auf, es ist wesentlich günstiger als im Nachhinein aufbauen lassen. Und hier draußen sieht es ja auch so aus, als könnte man richtig gut feiern. Ja, es ist bequem. Also am meisten genutzt wird der Bereich da hinten. Das ist so unser Lounge-Bereich. Hier ist so unsere Lounge-Ecke, die wir noch beleuchten können. Hier kommt nochmal ein Feuertisch hin. Und so der Highlight, der meistens sogar von der Frau und den Nachbarsmädels genutzt wird, ist unser Whirlpool. Ein Traum. Genau, jetzt denkt man halt oft, der kostet ein Schweinegeld im Energieverbrauch, aber das ist der Vorteil an einem Plus-Energiehaus. Es hält sich quasi die Waage auf Null, trotzdem kriegen wir noch Geld zurück und man muss sagen, er läuft durchgehend. Und wer pflegt den Garten? Der sieht ja total perfekt aus. Ja. Ja, wir haben es aufgeteilt. Also in der Planung haben wir mal vereinbart, weil ich bin nicht so der Gartenfreund, dass ich mich um das Gartengießen kümmere und um den Rasen mähen. Was dann zur Folge hatte, wir haben einen Mähroboter und eine Bewässerungsanlage, somit bin ich raus. Und Pflanzen macht die Frau. Ja. Genau, sehr schön. Und hier vorne gibt es auch noch mal eine ganz interessante Sache, nämlich so runde Deckel. Was hat es damit auf sich? Genau, also wir wollten halt eine Zisterne haben, einfach um Bewässerungswasser zu sparen.
Da haben wir den Fehler gemacht. Wir waren an dem Tag, an dem die Zisterne eingebaut wurde und die Revisionsschächte nicht vor Ort. Was zur Folge hatte, dass halt der Kanalbauer, Erdbauer einfach die Dinger hier hingesetzt hat und leider uns direkt in den Eingangsbereich, den wir geplant hatten. Und wir wollten partout keinen Kanaldeckel im Eingangsbereich haben. Hat uns im Nachhinein etwas geärgert. Versetzen kann man es dann wohl nicht mehr, weil die Anschlüsse bestehen und wir mussten dann bepflasterbare Kanaldeckel kaufen, die ja wesentlich teurer waren, also roundabout 1.000-1.500 €. Gar nicht mal die Deckel, sondern die Arbeitszeit von dem Gärtner, um die Steine so einzupassen, dass man es im Endeffekt nicht sieht. Ja, und neben den Deckeln haben wir uns noch für zwei Bäume entschieden an der Frontansicht, die wir für abends beleuchten können, genauso wie unseren Eingangsbereich. Dabei der Planung wichtig, dass man vorher die Leerrohre ziehen lassen muss und auch separate Stromkabel verlegen lassen muss. Heißt, wir haben sowohl nach vorne zum Haus als auch nach hinten zwei Erdkabel legen lassen. Ein Erdkabel selber, ein Starkstromkabel, braucht der Pool und ein Kabel ist hier vorne für die Beleuchtung. Aber da wir hinten auch Licht im Garten haben wollten, musste von hier vorne eine extra Schaltung installiert werden, dass wir noch ein einziges Stromkabel offen hatten, was wir nach hinten ziehen konnten. Okay. Also wenn man es planen kann, lieber zwei oder drei Erdkabel direkt legen lassen. Das sind wenige 100 €, Anfangskosten mehr, aber man hat später sich einiges gespart für mehr Strom. Sie haben ja ein Passivhaus im Plus-Energiestandard gebaut. Wie kam es dazu? War das schon immer Ihr Wunsch oder waren das Auflagen, die es hier zu erfüllen gab? Also Wunsch nicht direkt. Die Frau hat oft davon geredet. Ich habe jetzt keine Ahnung davon gehabt. Und dann haben wir eigentlich einen Bauplatz gefunden, der uns gefallen hat. Und hier war von der Stadt aus die Auflage, dass wir ein Passivhaus bauen müssen. Und wie hat sich das denn für Sie bewährt? Also kommen Sie mit dieser Energiebilanz irgendwie gut klar? Oder wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Was haben Sie hier für Technik drin? Ja. Wir haben eine Luft-Luft-Wärmepumpe hier drin. Die wurde von Streif uns angeboten. Und zusätzlich haben die uns angeboten, eine Kühlfunktion zu erhalten. Und da haben wir gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Das ist super, weil wir ja darüber schon mal gehört haben, dass in einem Passivhaus, da wird es ja richtig warm dann, wenn da die Sonne reinkommt und so weiter. Und was macht man dann im Sommer und wie ist es dann im Winter? Also da hat man sich ein bisschen schon Gedanken gemacht, wie das klimatisch irgendwie in diesem sehr dichten Haus funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich sehr gut. Man muss im Sommer nur gucken, dass man ein bisschen die Sonnenstrahlen nach draußen hält, wenn man die Jalousien runternimmt. Die kann man ja auch dann einstellen, dann kommt auch Sonne dann auch durch. Und dann ist es hier mit der Kühlfunktion tatsächlich sehr kühl und ist sehr, sehr angenehm. Wir halten uns sehr gerne an sehr heißen Tagen drinnen auf. Ja. Und Plus Energiehaus heißt, Sie haben aber auch eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher, oder? Beides. Also wir haben einen Batteriespeicher, glaube 1,3 kW bei uns, und relativ klein ist das. Aber ja, für die Technikfreaks, wir haben eine App, wo wir immer sehen, wie stark ist unsere Autarkiequote. Die ist im Sommer so um die 40-50%, im Winter zwischen 20-30%. Und wir kommen mit dem Akku, wenn die Sonne minimal scheint im Winter bis ungefähr 21 Uhr hin, dann ist der Akku leer und kriegen trotz dem auch im Winter immer wieder Geld zurück. Also im Sommer sind es um die 120 € ungefähr im Monat, im Winter um die 30, 40. Das heißt, Sie heizen hier aber auch nur in Anführungsstrichen über die Lüftungsanlage, ohne Strahlungswärme über die Fußbodenheizung. Hat sich das für Sie bewährt vom Komfort her? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben für den Notfall haben wir in diesen Lüftungsauslässen noch solche Wärmeelemente mit drin, die dann dazu geschalten werden können, auch separat von Raum zu Raum. Und das finden wir eigentlich auch ganz praktisch. Und das heißt ja, im Passivhaus ist dann immer überall eine gleichmäßige Wärme. Und man kann dann nicht den einen Raum kühler halten als den anderen. Und somit ist das sehr gut gelöst, fanden wir. Gab es denn während der Bauphase irgendeine Überraschung für Sie, im Positiven oder im Negativen? Die Rechnung von den Bautrocknern, das hatten wir nicht auf dem Schirm. Also bei uns wurde der Estrich im Oktober, November sowas gegossen und wir wollten hier einziehen. Der musste somit schneller trocknen, also mussten hier vom Hersteller einige Bautrockner installiert werden, die aber die Bauherren zahlen müssen. Und die Dinger fressen Strom. Also das waren so Kosten, die hatten wir nicht auf dem Schirm. Ja, etwa 800 €. Das ist spannend, ja. Das vergisst man nicht. Stichwort Kosten. Können Sie vielleicht zum Kostenrahmen von Ihrem Projekt und zur Wohnfläche, zur Größe noch ein bisschen was sagen? Also unser Haus hat die Grundmaße 10 Meter auf 10 Meter.
Und die Wohnfläche beträgt etwa 163, 164 Quadratmeter. So, und von unserem Hersteller, die Herstellerkosten waren, beliefen sich etwa 374.000 Euro. Dazu kamen dann die wenigen Ausbaukosten, die wir dann selber getragen haben. Der Garten, Carport haben wir noch angebaut, Garage, Vordach. Und ja, die Dinge haben sich ganz schön geleppert und wir sind dann im Endeffekt auch mit der Küche. Die hat auch noch mal ordentlich gekostet. Das hat dann, wir sind am Ende auf 550.000 gekommen. Ohne Grundstück. Ohne Grundstück, genau. Aber das ist dann so, wie man es jetzt sieht. Mhm. Also genau. Außenanlage, innen komplett ausgebaut. Das war der Endpreis. Und was mussten Sie noch selber machen? Also das Haus war fast fertig. Was haben Sie dann noch gemacht an Innenausbau? Das waren die Bodenbelege bis auf die Bäder. Die Bodenbelege haben wir selber gemacht und wir haben die selber gestrichen. Ne? Mhm. Was war's noch? Türen haben wir selber noch mit von unserem Schwager anbauen lassen, weil die doch günstiger waren. Wesentlich. PV-Anlage war so unser, oder haben wir einen Tipp bekommen vom Steuerberater, da wir einspeisen oder jede PV-Anlage einspeist, erwirtschaftet man einen Gewinn. Somit muss man das versteuern. Dann hat er uns den Tipp gegeben, dass wir die PV-Anlage als GbR anmelden sollen, als Familie. Und somit kriegt man die komplette Mehrwertsteuer von der PV-Anlage zurück. Man muss das nur von vornherein dem Anlagenbauer sagen, dass man diese Rechnung separat ausgegliedert haben möchte. Vom Hauspreis selber macht auch jeder, weil die das hinzukaufen. Und das waren 6.000, 7.000 Euro, die wir nochmal separat bekommen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie uns wirklich so viele tolle Einblicke gewährt und so viele Tipps gegeben haben für zukünftige Bauherren. Das war total nett. Schön, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.